Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Ich war mit dem Markacker Handwerker auf der neuen Map unterwegs und das ist verdammt hell hier, fällt mir gerade auf. Ich habe nämlich normalerweise mein Schnittprogramm hier im Vordergrund, das ist ziemlich dunkel und mein Desktop-Hintergrund blendet mich gerade extrem. So, jetzt ist es doch perfekt. Ich bin kein Mann der großen Worte, das wisst ihr am Anfang. Ich rede am Ende nochmal, was passiert ist und analysiere das Ganze so ein bisschen. Deswegen lasse ich euch jetzt alleine. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was in dieser Runde so wirklich vorkommt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die ganzen älteren Runden noch zu schneiden. Die ist jetzt 2 Wochen alt, ist noch gar nicht so alt, aber die muss auch geschnitten werden. Ich habe jetzt nicht wirklich reingeguckt. Ich weiß in etwa, was passiert, aber so wirklich reingeguckt habe ich nicht. Deswegen seid gespannt, ich kann euch nichts verraten. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Habe kein gutes Gefühl hier rechts. Na, wobei, da hätten wir, glaube ich, schon was gehört. Ja. Kingsnake. Ja. Säckchen. Oh, könnte sogar da oben Oh sein. ja. Ach du Scheiße. Nein. Ich brauche Jetzt haben die Heilung. beiden Dicken sich selber da eingeklemmt im Türrahmen. Ja. Wollen wir Reaping gehen? Ja, Für bitte. zwei? Ja. Alter Schwede. Es wird, sage ich, Kingsnake. Naja, ich denke, wir sollten da jetzt auf ihn gehen. Ja, jetzt Oha. sowieso. Oh, das ist gut. Oh! Damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich Nee. sagen. Das ist gut, weil da oben die fighten wahrscheinlich. Hier ist Flutschi. Oh. Neue Waffe gekauft, trotzdem ein bisschen schmutzig. Ja, wenn es keine, nur richtig sauber sind, nur legendäre ist mir aufgefallen. Ah, Also okay. wenn du eine normale, weil zum Beispiel die Wetterli Silence gibt es ja keine legendäre. Ja. Und wenn du die kaufst, ist die immer, also so, dass du sie am Flutschen sauber machen kannst. Ah, okay. Geh mal rechts rum ran, weil links könnten die anderen schon kommen. Hier ist ein Eingreiftrupp. Oder willst du rechts ran? Oh, ich muss mich heilen. Ich brauche den Eingreiftrupp. Hä, wieso habe ich denn jetzt schon wieder keine Heilung mehr? Der immer um mich gehauen. Kann vielleicht sein. Oder hast du mich gehauen? Nee, der Ich Immo. habe gerade noch überlegt, weil als der Immo dann umgefallen ist, habe ich noch einmal gehauen, aber ich dachte, ich wäre weiter weg von dir. Nee, ich glaube, es war der Immo. Was auf dich? Nee. Ich glaube nicht. Also wenn, dann hat Da er halt hinten ist jemand. jemand, läuft hier und die Pissflitsche hoch. Ich bin voll auf dem Kopf. Kein Spaß jetzt. Oh, hier neben mir ist eine. Silent? Hä, oder ist das ein Zombie? Aber da wurde doch gerade ein Zombie gemacht. Ey, vor uns läuft ja wer, das hörst du ja. Einer tot, noch einer tot. Die haben getradet, glaub. Oh. Der ist hier! Alter Schwede. Aus dem Kompott hat einer auf mich Silence geschossen. Hier, Crown. Oh, geilo, danke. Willst du nicht? Nein. Okay, dass er mich nicht down gekriegt hat, jetzt ist traurig für ihn. Justin, einer B! Flash. Hast du einen? Nee, ne? Nein, glaub nicht.
Geil, die haben mich nicht mitgekriegt. Geil, da kann ich dich per Hand löschen. Du warst komplett blind, nehme ich an, oder? Nein. Ah, okay. Die haben mich nur beide dann getroffen. Okay, okay. Sorry. Ich gehe ran. Eieiei. Der hält mich auf Trab hier, der Typ. Ich bin fast tot. Ich sterbe, ich bin hier drin bei dem. Nee, ich lebe noch. Ich muss mich heilen. Eines runtergedroppt. Hab ihn. Kommt ein neues Team. Der andere sitzt hier hinten im Eck. Ja. Wir haben getradet. Ich komme. Die anderen kommen ran. Oh nein. Einer ist hier oben direkt über uns. Ich schmeiß und der andere ist noch im hinteren Abteil. Hat geflasht, aber mich nicht getroffen. Stacheldrahtbombe. Das war ich. Achso. Jetzt können sie nur sich hier runter choppen lassen oder von außen ran. Oben die Tür aufgemacht? Ist irgendwo hier. Hab einen. Nice. Ist den Gang hier runtergelaufen. Hab's gehört. Jetzt wieder zurück. Geh hoch. Hat Hit. Ich geh hoch. Hat er nicht mitgekriegt? Der sitzt hier oben. Er kommt. Haben wir getradet? Nee. Wow. Ich hab ihn am Kopf getroffen, dachte ich. Ärgerlich. Danke. Das war's. Nice, stark gemacht. Oh, sorry, ich hätte dir besser helfen müssen da hinten, als du geflasht, als die Flash geworfen haben. Ja, war doch, im Endeffekt war es doch nicht schlimm. Doch, war schlimm, ich bin weggerannt. Das darf ich nicht machen. Ich hab's. Ja, aber du warst doch blind, oder nicht? Nur für eine Millisekunde oder so. Na gut, aber das weißt du ja auch vorher nicht. Hier ist ein Terminus und ein Dolch.
Darf ich die Dolch nehmen? Ich gebe, lasse die aber auch gerne. Nehm den Uppercut hier mit. Meine ich doch eine Uppercut. Sorry. Wie komme ich denn auf Dolch? Sorry. Ich hab eine Uppercut. Aber weißt du, was strange war? Der eine, der da die Pissflitsche diesen Weg hochgegangen ist, diesen Aufgang, da war ich der Meinung, ich bin voll auf was, Kopf. Was war denn das für einer? War das die alte hier mit dem Bogen? Mit der Armbrust? Weiß ich gerade nicht. Du meinst, weiß ich gerade nicht. Also wenn, dann hat da hinten ist jemand, läuft hier und die... Keine Ahnung. Ja, was für eine Runde. Das tat mir richtig leid, dass ich Mark in dem Moment allein gelassen habe, aber es war halt schwierig. Ich habe gehört, dass der seine Flash wirft und musste eigentlich weg, ja, weil A hatte ich ganz wenig HP, glaube ich. Ich weiß, bin ja gerade nicht sicher, ob ich mich hochgeheilt hatte, aber ich glaube nicht. Und B habe ich gedacht, ich werde flashed. Ist halt blöd, dass er da gestorben ist, aber die sind zum Glück direkt weggerannt. Und ich konnte Mark aufheben. Ganz am Anfang war halt wirklich, was ich euch nochmal reingeschnitten habe, dieser... Also ich war mir fast sicher, ich war auf dem Kopf drauf. Danach in der Wiederholung, die ich euch gezeigt habe, also ich hätte wetten können, ich bin auf dem Kopf drauf. Ich kann euch das nochmal zeigen. Muss ich nur den Hintergrund entfernen? Guckt mal. Also wenn, dann hat er... Da hinten ist jemand, läuft hier und die... Okay, da bin ich noch drauf. Das ruckelt leider ein bisschen. Mein CPU ist nicht der beste zum Schneiden, leider. Da bin ich immer noch drauf. Jetzt bin ich voll drauf. Und da kam der Schuss. Ja, keine Ahnung. Manchmal komisch. Vielleicht war es einer mit Hyping oder so. Man weiß es halt nicht. Aber sowas ist ärgerlich. Ich habe in dem Moment, habe ich noch gesehen, dachte ich, oh, der ist tot. Und war leider nix. Den Mark dann durch die Decke geholt hat, das war grandios. Das war wirklich grandios. Und ganz oben der letzte, da war ich war halt low life und der kam direkt und ich habe ihn tatsächlich noch getroffen, aber auch ganz schlecht. Ich dachte eigentlich, ich hätte umfallen müssen, weil ich so auf Kopfhöhe war, aber ich habe halt nur aus der Hüfte geschossen und dann kam zum Glück Mark und hat ihn weggesägt. Ja, sonst wäre das echt eine blöde Runde geworden, aber so war es doch eine ganz geile Runde. Ich habe noch einige Runden, die ich zu schneiden habe, also wirklich einige, und viele schiebe ich immer nach hinten. Wir haben manchmal so krasse, spannende Runden, wo ich mir denke, oh geil, die musste schneiden heute. Weil A, weiß ich dann noch genau, was passiert ist, dann ist es leichter für mich zu schneiden. Und B, freue ich mich dann selber nochmal auf den Schnitt, wenn ich halt so eine alte Runde sehe, wie jetzt, freue ich mich auch darüber, aber... es ist halt nicht so eine ganz krasse Runde, wo ich sage, boah, die muss ich unbedingt schneiden. Das hat man leider ganz, ganz selten, dass jetzt so eine ganz krasse Runde dabei ist, wo es halt wirklich, wo alles dabei ist. Spannung, Spiel und Schokolade. Nee, das war was anderes. Spannung, Action und dann noch zittern, ob man es überhaupt schafft. Ein letzter überlebt und so. Das sind die krassesten Runden, aber ja, hat man halt nicht zu oft. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Die ging leider nicht zu lange, wie ich gerade sehe, so 11, 12 Minuten. Ist aber auch manchmal eine perfekte Länge. Viele freuen sich, wenn sie nicht zu lange sind. Ja, morgen muss ich mal gucken. Ich suche wieder eine längere für euch raus und eine spannende Runde auf jeden Fall. Ich habe schon was in der Hinterhand, was ich unbedingt schneiden möchte. Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Denkt an mein Teamspeak, das ist unten verlinkt, genauso wie game.de. Die mir den extra für euch zur Verfügung gestellt könnt ihr jederzeit nutzen. Game.de könnt ihr auch gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server sucht, seid ihr an einer super Adresse. Mein Discord ist verlinkt und denkt an Twitch. Ich versuche tagtäglich zu streamen, manchmal geht's nicht. Bin meistens so ab 14 bis 15 Uhr, nee, nicht bis, sondern ab 14 Uhr oder 15 Uhr für euch da.
So bis 18, 19 Uhr müssen wir mal gucken. Und dann halt jeden Freitag mit Tina und Marc um 20:30 Uhr. Jetzt ist Samstag oder Sonntag, wenn die Runde kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich die veröffentlichen werde. Also dann wieder kommenden Freitag. So, und jetzt genug geschwafelt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns spätestens morgen früh um 9:30 Uhr zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.